Das Video darf niemals an die Öffentlichkeit kommen. Aber es wird an die Öffentlichkeit kommen. Spätestens, wenn ich es hochlade. Da fehlt eigentlich nur Hammer. Aber... ihr wisst sowieso noch nicht, wer Hammer ist. Hammer! Was kann ich für euch tun? Aus dem Weg gehen, das könnt ihr für mich tun. Wieso wäre ich eigentlich immer so müde, wenn... Wie ich sehe, befinde ich mich in guter Gesellschaft. Was kann ich für euch tun? Stecke ich jetzt in der Decke fest oder warum lässt du mich nicht weiter levitieren? Kadera. Ich grüße euch. Ich grüße das dich entsprechend. Was ich kann ich für euch... Du wirst beobachtet. Und du kannst es auch spüren. Spür, dass du beobachtet wirst. Sprecht. Ich habe gerade gespürt, dass meine Levitation ausgefallen ist. Nein! Levitation, wieso verlässt du mich? In Cyrodiil ist Levitation verboten. Seit 6 Jahren. Oder so. Es ist ein Segen für mich, euch dienen zu dürfen. Mann. Ja. Wie sehr habt ihr die verschwundenen Abkommen? Habt ihr sie gefunden? In einer Truhe ganz außerhalb der Stadt, kurz vor... ne? Dadrimora. Das ist sehr enttäuschend. Da muss sich der Dieb außerhalb von Caldera befinden, nehme ich an. Nun nehmt diese 500 Raken für eure Bemühungen. Geschäfte. Also. Einige der Dokumente im Archiv erhalten einen Fehler. Ich benötige jemanden aus, der diese fehlerhaften Dokumente austauscht. Ich habe in einigen der Besitzurkunden für Ländereien auf den Askadia-Inseln schwerwiegende Fehler entdeckt. Bringt diese Besitzurkunde zu den Lalu-Archiven in Vivek, sucht nach einer Kiste mit Besitzurkunden für die Askadia-Inseln, legt diese Schriftrolle in die Kiste und bringt mir die alte Besitzurkunde. Willst du dir jetzt die Askadia-Inseln unter dem Nagel reißen, hä? Das wird nicht funktionieren. Ich werde dich durchschauen und deine Pläne zu dem Typ bringen, der meint, so viel mir Honig ums Maul schmieren zu müssen, aber ich falle nicht drauf rein, weil er ein alter, seniler Sack ist. Wer ist wohl mehr perverser? Cassius oder Jiraiya? Ja, wie geht es euch? Jiraiya, ganz klar. Welch Vergnügen, bitte sprecht. Fehlerhafte Dokumente. Gebt mir die alte Besitzurkunde und Onkel Cassius wird sich um alles kümmern. Zerbrecht euch nicht länger euren süßen kleinen Kopf darüber. Wenn ihr nicht die ursprüngliche Urkunde habt, so müsst ihr sie noch für O3 besorgen. Wenn ihr wieder mit ihm sprecht, so lasst euch euren unwiderstehlichen Sturm ein wenig mehr spielen. Lasst ihn erst gar nicht vermuten. Und nehmt dieses kleine Geschenk von mir. Ich würde nicht wollen, dass euch etwas zustößt. Der Typ macht mir immer mehr Angst. Wie alt ist Cassius eigentlich? Amulett ist beherrscht. Kreaturen und Lupanoide beherrschen. Für ein gutes Gespräch finde ich immer Zeit. Ach, schön. Ach, schön. Moment, noch keine Levitation. Wir müssen erstmal runter. Gehen wir runter.
Wir gehen runter in die Bodensektion vom Haus Lanu. Weil sie einfach so toll ist. Ich sehe gelb. Müsste ich nicht eigentlich schwarz sehen? Nee, da war der Tempel. War der Tempel nicht böse? Ein Tempel. Was ist Zauber für mich? Aufwende Menschen. Die Fackel brennt nicht. Ach, das sind sowieso nur Fake. Fake. Das ist nicht der echte Bambuskerzenstern. Das ist Fake. Die echte Kerze ist rot. Du hast keine Zauber für mich. Du hast Zauber für mich. Was haben wir denn so? Schicklichkeit, Giftresistent, Lähmung widerstehen, haben sie wie. Wieder mutigen. Ermutigen war, dass sie nicht weglaufen. Ich brauche Erzürnen, wenn es recht ist. Quecksilber. Ja, poppen wir noch weiter unsere Schnelligkeit auf. Aber Geschicklichkeit für gut, damit wir häufiger treffen. Du! Gibt es etwas? Kann ich euch helfen? Wie darf ich euch helfen? Das sieht aus wie eine Pauschkelle. Wie soll man da denn hoch? Da kommt man hoch? Ja, nur so weit. Laterne. Und mein Eimer. Soll ich die Laterne ins Eimerchen kotzen, oder wie? Wieso denke ich mir, dass ein Ork Zauber hat? Bist du blind? Oder bist du ein Vampir? Checken bitte nur und bitte Guaco Jazol doch um etwas. Was ist mit dir? Kannst mir nichts über dich erzählen. Hast du Reißzähne? Ich muss mal gibt gucken, es etwas, was das ein Vampir ist. Im TSCS. So, aber... Um was geht es denn? Um gar nichts. Um Schatzhaus. Die Archive. Archive, wo seid ihr? Was wollt ihr von mir? Von dir will ich gar nichts. Ich will zu den Archiven. Ja, meine Komm. Dame. Eiersalat zu essen. Eiersalat. 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 Und wo ist diese Scheißkiste? Da. Worum geht es denn? Um gar nichts. Guck da wieder da hin. Da, 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 da. Guck hier hin. Ring der Khajiit. Kannst du mir helfen? Versuchen wir mal. Ring der Khajiit. Ring der Khajiit. Ring der Khajiit. Das wird doch niemals funktionieren. Ich könnte mich auch versuchen, hier so hinzustellen, falls sie mich nicht sieht und dann... Telekinese. Telekinese. Da müsste ich zuerst Telekinese machen und dann den Ring benutzen. Telekinese. So, Ring.
abspeichern. Aber der verfliegt. Ich muss mich beeilen mit Telekinese Plus. Ring. Schnappt sie! Und endlich leiden! Nein! Schnappt sie! Wie der. Da! Böse Spiele, die meinen abstürzen zu wollen. Nur weil ich eine kleine Urkunde mitgenommen habe. So, ich wollte nachgucken, wer. Ob ich rausgeflogen bin aus der Hause Lalu. Nein, das ist gut. Und bei Gelegenheit habe ich mal keine Pause gemacht, dass ich mir schon wieder von irgendwelchen Früchten. Um was geht es? Bilder andrehen lasse. So. Station. Welche Worte habt ihr mir zu sagen? Keine, ich werde sicherlich nicht mit dir reden, weil ich gerade Kopfgeld habe. Ich muss mehr schleichen skillen. Oh ja, das muss ich. Schleichen ist toll, schleichen ist schön. Hoppla. Jetzt kommt der Schluckauf wieder. Ist der Schluckauf? Was sind ihre Motive? Wieso tauchen sie plötzlich jetzt wieder auf nach... Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal Schluckauf hatte. Schluckauf ist ein Bösel. Was auch Bösel ist, ist, dass die Beidellen der Ubellen wieder immer noch so lange da stellen. Bring mich nach Caldera. Caldera! Juhu! Caldera ist voll cool. Ich grüße euch. Worüber sollen wir sprechen? Um gar Nils. Glück und die besten Wünsche. Um gar Nils. Ja, sprechen wir um Nils. Wer ist Nils? Nils ist... der Gründer dieses Zaunes. Nils hat den Zaun gebaut. Aber der Zaun gehört doch hier zum Hause... Valvius Mavureus. Ja, aber Nils hat ihn gebaut. Das ist so aufregend. Leute, es ist nur ein Zaun. Aber Zäune sind toll. Sie halten so viel aus. Totalen Wasserdruck halten sie aus. Wände, die durch... Keine Ahnung. Ich hab die eine Konfolge nicht mehr im Kopf. Es ist ein Segen für mich, euch dienen zu dürfen. 92 Tonnen waren das, glaube ich. Was da die gegen die eine Wand da geprallt sind. Die Wand wird weggerissen, aber der Zaun bleibt stehen, als die 92 Tonnen Wasser dagegen geschossen kamen. Das ist ein Zaun. Doch. Die Folge mit dem Nebelkobold. So, ich habe die Dokumente. Habt ihr getan, worum ich euch bat? Habt ihr die alte Besitzurkunde und befindet sich die neue an der richtigen Stelle? Ja. Ich vertraue euren Worten, dass ihr die Urkunde an den richtigen Ort gelegt habt. Dies hier ist die fehlerhafte Urkunde, die ich selbst beseitigen werde. Nehmt diese Schriftrollen für eure Mühe. Hast du noch mehr Aufträge? Ich bin verantwortlich für Ländereien auf den Askadie-Inseln. Zu diesen Jahreszeiten muss ich Pacht und Steuern von den Bauern eintreiben. Die beiden Bauern, mit denen ihr reden sollt, heißen Manat, Varna, Ada und Luvin Adus. Flankt 50 Draken von Geben und kommt zu mir zurück. Wenn sie sich weigern zu zahlen, dann tötet sie. Um für andere ein Exempel zu statuieren.